Hallo Leute, der Sorero ist zurück mit der nächsten Folge Star Wars Jedi Survivor. Ja, wir sollen hier entkommen und waren ja am Ende der letzten Folge schon hier. Ich habe hier schon einmal runtergeschaut, da hinten sind jede Menge Gegner. Und meine Vermutung ist einfach mal die, dass ich dahin muss. Hier langlaufen. Oder runterfallen? Gibt's da drüben irgendwas? Ich vermute mal nicht, oder? Ich vermute mal, ich muss da nicht lang. Zumindest habe ich jetzt nichts gesehen. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du zuschaust. Wenn es dir gefällt, freue ich mich gerne. Gerne ein Like da lassen. Gerne natürlich auch einen Kommentar schreiben, wenn du Tipps hast, Hinweise, irgendwas. Da geht's auch rein. Oh. Und wenn du keine Folge mehr verpassen willst oder meinen Kanal unterstützen willst, lass mir doch ein Abo da. Wäre super. So, entweder ich muss da irgendwo eins von diesen Schiffen kapern oder es geht da rein. Oder beides? Ich weiß es nicht. Gut, wir werden hier einfach mal ganz vorsichtig ein bisschen gucken. Okay, hier ist nicht viel. Aber, warte mal, es gibt doch auch eine Karte. Wenn da... Das ist rot. Rot heißt, da kann ich irgendwie nicht rein. Da ist das Hauptziel. Ja, ist rot. Hier ist ganz viel rot noch. Das ist ja interessant. Aber hier gibt es die anderen Meditationspunkte. Und da könnte ich jetzt auch eine Schnellreise machen. Das will ich aber gar nicht. Ich glaube, alles, was nicht rot ist, habe ich geöffnet, oder? Also, okay. Das heißt, es geht jetzt dahin. Und wir müssen da vermutlich relativ dolle kämpfen. Ich glaube, wir nehmen mal das andere Lichtschwert, weil das so viele sind. Zwischensequenz. Sie wollen mich, sie kriegen mich. Huch! Sie sind am Leben. Kerl! Schön, dich zu Soll sehen. Soll ich dich mitnehmen? Zu früh gefreut. Ich nehme die Inquisitorin. Halt du mir den Rücken frei. Jawohl. Inquisitorin? Okay. Na super. So, lass mal da hoch. Wo sind die Inquisitoren? Müssen Sie ausschalten. Hallo? Na, Roms. Mann, oh Mann, oh Mann. Also, da hätte ich doch ein bisschen besser fallen können. Und... Oh oh. Ja, die macht das besser als ich. Okay, jetzt kommt, glaube ich, der erste Kampf hier gegen den... Wow. Von diesem Tag habe ich immer gesagt. Ich brauche was, Kuppel. Komm näher. Wow. Ich hab doch aus. Ich hab Ablocken gedrückt und er hat gar nichts gemacht. Ich lasse
Oh, das war ein riesen Angriff. Hey, warum kann die mich? Warum kann die mich umschubsen und ich die nicht? Warum kann die mich umschubsen, aber ich die nicht? Beeindruckend. Aber du trägst schwere Wunden in dir, Kestis. Ich spüre das. Du empfindest Schuld für die Narren, die du in den Tod geführt hast. Das macht dich so, so berechenbar. Okay. Deine Freunde enttäuschen. Jetzt wirst du dich selbst enttäuschen. Komm her! Du kannst es nicht aufhalten. Ach, komm schon. Boah. Uiuiuiui. Boah, sag mal, wieso kann die mich, wieso kann die sowas bei mir machen, aber ich das bei ihr nicht? Ich hau da durch? Ich, statt drüber zu springen? Okay. Statt drüber zu springen, wieder. Was macht die da? Was ist das? Die kann mit mir machen, was sie will? Und ich. Ich kann. Das ist echt krass. Ich spiele gerne mit meinem Essen. Für die Inquisition. Oh. Aber ich kann da auch nicht reagieren. Klar. Gleich sind wir draufgegangen. Yes. Entschuldigung, aber. Also, ich bin mir sicher, dass ich mehrmals durch sie durchgehauen habe. Hä? Hey, was war denn das jetzt? Lassen. Bin mir sicher, dass ich mehrmals... Hä? Hey, war ich hier schon? Nee. Was ist denn das jetzt? Für einen Bereich. So, ich bin ja irgendwo runtergefallen. Hier komme ich. Ah, ich bin runtergefallen. Hier komme ich nicht lang. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mehrmals durch sie durchgehauen habe. Die kann mich umschubsen, die kann mich hochheben, die kann mit mir machen, was sie will. Und was kann ich machen? Gar nichts. Okay. Versuchen wir es nochmal. Ich hab hier was für dich.
Nicht so einfach, Ratte! Nur ein Kratzer! Die macht den fetten Angriff. Okay. Was ist denn jetzt los? Was war denn das gerade? Okay. Irgendwas hat gerade... Mein Rechner hat gerade dünn gemacht. Und jetzt funktioniert irgendwas nicht mehr. Okay, jetzt sterben wir einmal. Ich bin mir nicht gerade nicht sicher, was Windows gerade gemacht hat, aber es hat dünn gemacht. Ich weiß nicht, ob das im Spiel zu hören war. Und jetzt auf einmal hat Windows beschlossen, mein Controller funktioniert nicht mehr. Wir kommen gleich wieder und dann hoffentlich wieder mit funktionierendem Controller. So, da bin ich wieder. Einmal das Spiel neu gestartet, den Controller raus und reingesteckt. Der kann zwar kabellos, der Controller. Ich spiele den aber mit Kabel, weil das ist mir einfach nichts, wenn dann mal die Akku alle ist oder die Verbindung abbricht oder so. Schauen wir mal. So. Also, ich glaube, die macht. Oh ja. Ich dachte, ich kann den wegdrücken, aber kann ich nicht. Einen Schlag kriege ich rein. Ein Schlag, wirklich, ein Schlag schaffe ich. Ja, okay, zweite Phase. Und was immer sie da jetzt macht, ist ganz merkwürdig. Ich verstehe es nämlich nicht. Du empfindest Schuld für die Narren, die du in den Tod geführt hast. Das macht dich so berechenbar. Jetzt hält sie sich ihren Kopf und weicht mir quasi aus. Oh, sind deine Freunde alle Todgäste? Uff, super. Und dann weicht die aus. Egal was ich mache, auch wenn ich eine Macht drück nehme. Genau. Oh. Dieser Angriff ist mies. Habe ich immer geträumt, weißt du?
Da muss er schon schneller sein. Ich liebe dieses Geräusch. Und dann schafft dies, bei mir Schaden zu machen? Und ich... Okay. Zwei Schwertattacker. Alles klar. Schauen wir mal. Nein. Oh, Mann. Super. Das war jetzt aber gar nicht so schlecht. Halt Y, ein zwei Schwerterstil ausgeben, um die meisten Angriffe einschließlich Projektieren und so, fordert macht. Okay. Gut. Hallo? Was ist denn jetzt los? Warum kann ich ihn jetzt nicht mehr angreifen? Ich konnte gerade nicht mehr angreifen. Der war gut. Du warst ein Jedi-Ritter, bevor du den Orden verraten hast. Dein Name lautete Massana Tide. Nicht mehr angreifen. Nur noch abgewehrt, das ist komisch. Zeit, dich zu befreien. Okay. Interessant. Ich kann jetzt Doppelklinge und 2 auswählen. Kampfstil wechseln. 2 Schwerter. Stärke, Geschwindigkeit, Reichweite. Reichweite ist bei allen minimal. Ne, ich lass den aber mal bei dem. So, Fähigkeitenpunkt erhalten. Sehr schön. Aber wo muss ich jetzt hin? Und wo ist ihr Leiche? Becken. Okay. Machen wir mal. Durch? Ah, überall durchschummeln. Hier ist ein Meditationspunkt. Okay, also ja, muss man ein bisschen üben. Bin ich, glaube ich, auch nicht der Beste drin. Aber wir schauen mal. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt bekommen. Den können wir uns auf jeden Fall mal anschauen.
Fähigkeiten. Ah, der braucht zwei Fähigkeitenpunkte. Okay. Der braucht ein Doppelklinge. Mal den noch, ich guck mal durch. Der braucht zwei, ein größeres Festhalten. Kann ich noch nicht? Nee, ich muss erst den Einklang. Der ist die maximale Macht. Und das hatten wir schon, das braucht zwei. Nee. Aber brauchen wir auch nicht. Was haben wir hier? Verbesserte. Das machen wir. Na ja, ein verbessertes Stimmformel. Der gefühlt muss ich da ja doch relativ viele nutzen. Und nicht relativ häufig. So. Ausruhen. Dann sind auch die Stims wieder regeneriert. Und weiter geht's. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Hier runter. Vermutlich. Gibt's hier irgendwas? Nö. Scannen. Boot, bravo. Könnt ihr mich hören? Gehen wir zurück zur Mantis. Falls es die anderen rausgeschafft haben, stoßen sie am Hangar zu uns. Falls nicht. Und wo ist die Mantis? Aktuelle Position, da hinten. Ist die Mantis. Also müssen wir irgendwie hier lang. Das kann ja lustig werden. Greife den Feind an. Haltet eure Position. Hallo? Also dieses Blocken im richtigen Moment ist super wichtig. Ich muss darüber und darüber und da. Ernsthaft? Oh Mann, oh. Ich mag sowas nicht, aber das wissen wir ja schon. So. Nein! Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Beim ersten Mal! Unglaublich! War jetzt nicht so optimal, aber okay. Da hoch. Warte, erst nochmal gucken. Ist hier irgendwas, was wir noch machen können, scannen können? Luftverkehrskontrollstelle. Nee. Ich dachte, ich kann hier irgendwie hoch, aber kann ich offensichtlich nicht. Da runter und nicht hoch. Und da bin ich gekommen. Also müssen wir vermutlich da lang weiter. Ah, okay.
Okay. Muss ich jetzt hier quasi springen ins Nichts? Nein. Ich dachte vielleicht, dass ich da springen muss und dann da mich ranhaken kann. Aber kann ich anscheinend nicht. Warum nicht? Hä? Doch aber keinen Sinn. Nein. Das ist zu weit. Irgendwie mit interagieren? Was muss ich denn jetzt machen? Warum kann ich da nicht rauf? Das hat irgendwas mit diesem Seil zu tun. Aber mit dem kann ich nicht interagieren. Doch, jetzt! Ich muss hochspringen. Ah. Nein, das Falsche gedrückt. ja, war schon Absicht, dass man hier nie direkt neben dem Seil landet, wenn man runterfällt. So. So. Schön. Ich bin gerade verwirrt. Okay, also das habe ich jetzt zumindest schon mal verstanden. Aber da muss ich dann... Vielleicht muss ich da auf die andere Seite springen. Das, weil da ist ja da noch ein zweiter daneben. Genau, dass ich jetzt den hier rüberspringe. Nicht weit. Okay. Öffnen. Hier gibt's doch, hier gibt's noch irgendwas. Interagieren. Hey, sieh dir das an. Eroidklumpen. Da hinten ist die Mantis. Beim richtigen Händler gegen eine Belohnung tauschen. Öffnen. Oh, Zwischensequenz, würde ich mal schätzen. Wie weit er lebt? Dank dieses verrückten Gundark-Sohns. Du bist verletzt. Ich schaff's schon. Was ist mit der Inquisitorin? Tot. Aber Gabs und die Zwillinge. Ich hätte... Sie wussten, worauf sie sich einlassen. Wir müssen nach oben und die Infos an Saw Gerrera senden. So... Ehren wir die Gefallenen. Du hast recht. Ja, BD, ruf die Schiffe. Wir sind ein bisschen viele. Oder? Verdammt. Nicht der Service, den ich erhofft hatte. Bravo. Gibst du Rückendeckung? Bin dabei. Okay. Ich zieh das Feuer auf mich. Du schießt, wenn sie weg sind. Zahlen wir es ihnen zurück. Wir sehen uns, Schrottsammler. Also. Müssen wir jetzt da durch. Geht's nicht gut, Kumpel. Erstmal noch ein Stimpack nehmen. Und dann schauen wir mal. Mein Hund. Ich gebe euch Deckung. Ah, hier ist nochmal so ein Meditationspunkt. Das ist nicht schlecht. Da kann ich auch nochmal mich ausruhen. Fähigkeiten habe ich keine. Kampfstile lassen wir so. Und ich würde aber sagen, ich mache jetzt Schluss für heute mit dieser Folge. Sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.